Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dead in Bermuda. Ja, ich werde noch einen zweiten Versuch starten. Danach war es das, glaube ich, erstmal. Also mein Ziel ist definitiv, über die 17 Tage hinauszukommen. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Wir werden direkt ein neues Spiel starten, weil da stand ja halt, dass Gespräche immer bei jedem Spielstart anders sind. Und ich habe mir gedacht, komm, probier's das mal aus. Weil wenn ich jetzt einfach bei meinem alten Spielstand den ersten Tag wieder zurückdrehen würde, dann, ne? Vielleicht erfahren wir ja so andere Sachen. So, den Flugzeugabschluss lasse ich eben einmal durchlaufen. Was ich jetzt erwähnen sollte noch vorher, ich werde jetzt, wenn Gespräche kommen, nicht mehr die Namen davor sagen. Das ist mir echt ein bisschen zu blöd. Ihr seht ja, wer da spricht. Der Name steht da ja. Ich lese euch das ja nur vor, damit ihr das nicht extra alles lesen müsst. Aber einen Namen, das ist ja kein Problem, den eben zu lesen. Und ihr seht ja auch das Bild von der Person, die gerade spricht. Also von daher machen wir das so. Ist für mich halt praktischer, weil ich komme dann sonst durcheinander und mich dann jedes Mal den Namen davor labern muss. Ah, ne, 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 ne. So, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt anders läuft hier. Ein paar Stunden nach dem Absturz, logisch. Hey, ihr alle, wir sollten zusammensitzen, reden, dass wir ein wenig mehr übereinander erfahren. Das ist richtig. Danke, dass ihr alle geholfen habt, ein Lager zu errichten. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie wir nach dem Zusammenhalten, nun eben nach dem Horror, der uns widerfahren ist. So, das ist auf jeden Fall alt. Wir sollten uns einen Moment Zeit nehmen, uns einander vorstellen. Wahrscheinlich müssen wir eine ganze Weile zusammenleben. Ich bin Alice, bin 45 und das ist mein Mann Robert. Wir kommen aus Montreal. Ich liebe Wandern, Kochen, freue mich, euch alle kennenzulernen. So, das haben wir schon alles und das spule ich dann einfach mal so vor. So, ich brauche eigentlich gar keinen. Kann ich das hier irgendwie? Ich brauche keinen Spielmodus normal. Was gibt's noch? Oh, es gibt einfach und. Oh ja, ich habe normal. Okay. Ja, ich hätte gerne kein. Naja, gut. So, Aktionbereich Flugzeug. Okay, Depressionen, hier ist schon alles sehr hart. Wir gucken jetzt mal nach. Alle sind bei 20% Depressionen. Pass auf, die Alice, die war ziemlich gut da drin, das alles aufzuspüren. Die würde ich da auch weiter hinsetzen. So, Forschung würde ich jetzt weiterhin Iliana und Frau Doktor setzen. Das finde ich ganz gut. Den Dschungel erkunden, das tun weiterhin die Männer. Fand ich auch letztens sehr praktisch. Ich weiß, ich bin gestorben und ich weiß, ich bin tot gegangen. Aber ich bin guter Dinge. So. Werkstatt. Jemanden hinsetzen. Dann nehmen wir die beiden hier. So, wähle was zum Zusammenstellen. Feuer haben wir alles da für das Lagerfeuer. Fertig. Habe ich. Ach, jetzt ernsthaft jetzt? Ist das jetzt deren Ernst? Och. So. Und weiter Button. Jetzt muss ich das Tutorial nochmal von vorne machen. Das kotzt mich ein bisschen an. Die Julia machen wir mal ganz gewitzt auf Schleue. Das haben wir auch. Okay.
Werkstatt klicken. Andere Dingens auswählen. Schlafbereich, natürlich. Wasservorräte angucken. Dann machen wir erst ein bisschen Dingens voll. Zwei Personen sollen sich jetzt unterhalten. Da würde ich jetzt die beiden nehmen hier. Und sie? Kaffeetasse. Wer ist denn schlimm mit Erschöpfung hier? Hat ja keiner. Wieso soll ich denn da jetzt jemandem eine Kaffeetasse geben? Na komm, geben wir den Opa hier die Kaffeetasse. Hier, erkunden. Genau, Holzkiste. Geh zurück zum Lager und wähle weiter. So, ich würde die aber jetzt wieder gerne hier dran setzen. Ach, mein Gott, ich muss es machen. Ich muss es einfach machen. Es kotzt mich gerade ein bisschen an. Ach, leck mich doch, ey. Ernsthaft, leckt mich. Zum Lagerfeuer schicken. Ach, zum Lagerfeuer schicken. Dauert das alles wieder ein bisschen länger? Also Gespräche, die wir schon hatten, die werde ich vorspulen. Das heißt, ich werde mich nach jeder Folge halt nicht verabschieden, sondern sie einfach beenden. Denn ich kann ja die Zeit nicht stoppen, wie wir, ne, mit dem Vorspulen. Okay, das war gut. Schwer. Ich bin sicher, wir finden noch mehr, wenn wir alles absuchen, aber die Nahrung trifft. Ich weiß es, aber nicht mit bloßen Händen. Mahlzeit rationieren und Wasser auch. Durchschnittlicher Mensch. Erschreckender Gedanke. Mach dir keine Sorgen. Das ist eine gute Idee, ist für Hilfe. Nun ja, die Hoffnung darf man nicht. Bla bla bla. Tiger finden. Gute Nacht. So. Wer hat den Riesenhunger? Also der Juri auf jeden Fall. Er hier. Der Opa. Und er. Ja, sie eigentlich auch, ne? So, machen wir erstmal weiter. Ja, ich weiß, das Feuer darf nicht ausgehen. So, es hat jetzt 100%. Glück, viel Spaß. Super. So, du kannst zum Flugzeug gehen. Du kannst zum Dschungel zurückgehen. So, die haben wir alle. Haben wir. Ihr sollt jetzt... Das Stück, ja, perfekt, das macht ihr schon richtig gut. Ach, mein Gott, das dauert. Oh, ja, wir haben jetzt hier diese Werkstatt gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Und weiter geht's. Okay, das alles nochmal. Ihre Depression müsste sehr stark ansteigen gleich.
Es geht, es hält sich in Grenzen, ne, bei ihr. Also sie kommt damit klar, mit den Leichen im Flugzeug, ne, also... Na, das geht alles noch. Bin sehr zufrieden. Ah, hier haben wir ein anderes Gespräch. Hast du etwas Holz für heute Nacht gesammelt? Hm? Ja. Vergiss nicht, dass wir morgen viel zu tun haben. Ich wollte diesen neuen Bereich im Dschungel erkunden und wir müssen Früchte einsammeln. Du müsstest auch etwas Arbeit auf dem Basteltisch verwenden. Hast du seit dem letzten Mal Fortschritte gemacht? Ja, ja. Ich weiß, ich tue, was ich kann, in Ordnung. Es ist wichtig, dass du weißt, dass wir auf dich zählen, mein Lieber. Ich zähle auf dich. Aber wir arbeiten hier mehr als in einer Fabrik. Wir müssen uns auch ab und zu ausruhen. Wir haben keine Zeit, um uns auszuruhen. Wenn wir unsere Tochter eines Tages wiedersehen wollen, dann dürfen wir nicht herumtrödeln. Ich weiß, ich will sie genauso wiedersehen wie du. Ich weiß auch, dass es eine Menge zu tun gibt, aber ich hätte heute Nacht gerne etwas Zeit für mich zum Ausruhen. Oh, also willst du nicht reden? Es ist wie immer, man kann sich nicht auf dich verlassen. Ja, der Bob, ne? Der ist jetzt ein bisschen fertig. Aber das interessiert mich gerade recht wenig. Ich will die nämlich bis zur Verzweiflung bringen. Das Fleisch sieht nicht gut aus. Ach, ja. Krankheitswert um 0 bis 4. Das ist aber egal jetzt hier. So. Jeder kriegt jetzt hier mal ein bisschen was. Weiter. Ich muss ja jetzt ein bisschen hier, ne? Sieht zum Feuer, sieht gut aus. Wasser. Sieht auch gut aus. So, alle stehen sie da wieder. Dich kann ich jetzt ein bisschen... Sie ist Jäger und Sportguru. Alles klar. Schleue. Machen wir mal 80. Kämpfen ist sie auch und jagen. So, machen wir das mal. Machen wir die mal erstmal so hoch, ja? Ja, weiter geht's, ne? 93%, dann haben wir den Schlafplatz auf jeden Fall fertig. Jawohl. Dann können die beiden sich eigentlich nicht ausruhen, aber ja, sie ruht sich auf jeden Fall aus, die Julia. Okay. Die Julia muss sich ausruhen, aber es ist nicht das Problem. Dann tauschst du nämlich. So. Hier wählen wir aus. Werkzeug sammeln. Wir brauchen eine Machete und wir brauchen 18 Holz. Scheiße. Wir können gar nichts machen. Moment mal. So, wir gehen als erstes hier hin. Holzkiste. Etwas Holz sammeln. Durch Suchen hat man wahrscheinlich mehr Glück. 50 bei Suchen. Ich brauche definitiv Schleue.
Definitiv. Da kann ich auf Suchen gucken. Notizbuch? Haben wir ein Notizbuch gefunden? Echt jetzt? So, etwas Holz sammeln. Wegen Schleue. Kisten zu zerbrechen, sammelt Bretter ein. Ja, das ist einfach so, ne? So, nächster Punkt. Ja, wir haben die Machete. Die nehmen wir. Und was haben wir hier? Wir haben den Koffer. Da nehmen wir die Julia auch wieder für. Fehlschlag. Ah. Fuck. Na, wir haben wenigstens etwas gefunden. Hier müsste doch jetzt der alte Mann... Nee. Korb des Fischers. Durchsuchen. Müsste. Bitte. Schleue. Auf Schleue und Suchen muss ich sie machen. Du bist von dem Buch fast umgegangen. Fischkorb. Bla. Korb. Für die Früchte. Frischer Fisch. Super. Ah, Fischköder. Supi. So. Pass auf. Sie kann sich jetzt ausruhen. Das ist wichtig. Hier haben wir jetzt... Werkzeug sammeln oder Früchtekorb. Der Früchtekorb finde ich jetzt am wichtigsten. So, den könnt ihr jetzt herstellen. Sie ruht sich aus und ihr, was erkundet ihr? Ihr erkundet den Fleck hier. Finde ich gut. Und weiter geht's. Ja, da müssen sich jetzt noch zwei weitere gleich ausruhen. Da müssen sich einige ausruhen. Ja, das hatten wir ja schon. Bist du in Ordnung, Süße? Ja, alles kein Problem. Du bist eine tapferes kleine... passiert ist, aber ich wollte dir noch sagen, du bist nicht allein. Ich werde dir helfen, wenn ich kann. Vater. Ja, sie ist natürlich angepisst jetzt auf Alice, klar. Weil Alice behauptet hier mit ihrem Vater da, ne? So, Essen. Schlechtes Essen. So, wir geben... Vater. Wer braucht denn recht wenig? Du. Ja, das Essen muss weg hier. Der Fisch ist auch nicht mehr ganz so toll. Ja. So. Ich brauche nämlich noch Essen. Ich muss noch unbedingt was beisammenhalten. Sie muss sich noch ausruhen. Der Bob, ja, der muss auch unbedingt ausruhen. Genauso wie die Frau Doktor. Ja, der, du musst auch. Und zum Lagerfeuer. Der Juri. So, pass auf, der Juri, der kann nämlich mit dir das zusammen machen hier. Handwerkmäßig. Hier haben wir den Alten wieder. Okay. Feuer immer überprüfen. 50%, okay. Wasser überprüfen, ist auch klar. Los geht's. Na gut, da geht die Erschöpfung natürlich nicht gutes Auge ganz weg. Ja.
Ist jetzt auch fix und fertig hier, die Gute. Einfach mal weitermachen. Jawohl, wir haben den Früchtekorb. Wasser ist auf jeden Fall gesichert. Topfit. Du bist Ärztin? Ach ja, das hatten wir schon. Chirurgin, cool. Und ich dachte, schon Typen hatten wir schon. So. Wer hat Hunger? Weiter geht's. Ja, ich weiß. Alle sind so am Meckern. Ist mir jetzt aber egal. So, pass auf. Ihr zum Schlafbereich. Ach ja, geht ja nicht. Pass auf, der Bob, der kann wieder. Der hat zwar Depression, aber er kann wieder. Genauso wie die Julia, die kann auch wieder. So, und die Ärztin. Wie sieht es bei ihr eigentlich mit den Depressionen? So. Ich brauche jemanden am Flugzeug. Die gute alte Ärztin hier. Da machen wir das erstmal. Okay, Feuer ist schon wieder dabei auszugehen. Ernsthaft jetzt? Krass. Oh, shit. Das ist wirklich scheiße. Kann jetzt leider nichts dran ändern. Wir haben einmal Holz gefunden. Sozialer Schmetterling. Okay. Na, pass auf. Gutes Auge, sozialer Schmetterling, nie krank. Diskussion, bist du super. Und im Ernten, oder? Nee. Im Ernten? Okay. So, wie sieht das hier aus? Hier, so, Feuer. Ich muss die beiden einfach losschicken. Oh ja, ist ja. Das bringt nichts. Jetzt mich an die Werkstatt zu setzen. Machen wir das so. Ich kann es jetzt nicht ändern, Mann, dass ich kein Holz habe. Aha, das bringt mich. Macht mich alles wahnsinnig, ey. Ärztin kriegt sie sehr schnell Depressionen, wenn sie tote Menschen sieht. Okay. Mhm.
Haben die nichts mitgebracht? Kein Feuer, kein gar nichts? Das hatten wir auch schon. Geht dich nichts an, was sie in Russland als verdient. Das sieht nicht gut aus mit dem Feuer hier, ne? Ich muss sie einfach da hinsetzen. Sie kriegt einfach mehr. Es ist so. Ohne dass das jetzt blöd klingt, ne? Machen wir Jagen bei dir mal voll. Oh, ein verlorener Rucksack. Durchsuchen. Ah. Bitte. Jawohl. Nach etwas Nützlichem. Getrocknete Nahrung, Fernglas. Das war's mir nicht. Ja. Okay. Ich kann's nicht ändern. Jetzt finde mehr als... Oh, die findet auch nur einmal Holz. Ich geh kaputt, ey. Oh mein Gott. Ich möchte nicht wissen, woher die das frische Fleisch hat. Was haben wir denn da? Ach, die Spinne. Durchsuchen. Untersuchen. Die Spinne, wenn ich das schon lese, wird mir schon übel, ne? Jäger, ne? Ne, beim Suchen brauchen wir nämlich jemand anderen. Du hebst einige Stöcke auf und beginnst, die Dunkelheit zu durchsuchen. Du hast das dumme Gefühl, dass du dabei eine Familie von Riesenspinnen störst. Nach einem kurzen Kampf gelingt es dir, sie in die Flucht zu schlagen. Nein, ich habe das Essen verloren. Glückspilze. Ah, fuck, ey. Essen wäre mir lieber gewesen. Hm. Naja, gut. So, erforschen. Kochen. So. Du machst das da mal schön weiter. Haben wir noch, haben wir Feuer? Röste etwas Fleisch. Dann geht doch Dingens weg. Ja, dann geht das Dingens weg. Grill etwas Fleisch. Aha. Machete, Dingens, ja. So, wie sieht's hier aus? Wasservorräte sind super. Fähigkeiten. Handwerk, ne? Finde ich ganz praktisch bei ihm. Julia. Da machen wir jetzt ein bisschen beim Jagen drinne. So, der Alejandro muss sich definitiv ausruhen. Es geht gar nicht anders.
die beiden können wieder was lesen. Ja, und die hier, die erforschen weiter den Dschungel. Ja, so will ich das jetzt erstmal lassen. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich habe kein Feuerholz, Mensch. Da, ich kriege immer nur einmal Holz. Was soll ich denn machen? Ach, das haben wir auch schon, wo er denn herkommt, ob er Familie hat und so. Ah, oh Gott, die Ärztin hat tiefe Depressionen. Ja, jetzt sieht so langsam Fahrt aus hier. Die erforschen noch. Schlafbereich. Im Schlafbereich. Denn hier mit den Früchten aus? Können wir da mal ein bisschen Pause machen hier? Einmal Holz, geht kaputt. Riesige Muschel, scheiße. Dann brauche ich Stärke. Aber auch Schleue. Na. Fuck you. Ich nehme sie. Ja, fuck you. Mann. Mann. Ah, die packe ich da jetzt wieder zusammen. Das jetzt mal eben so machen. Habe ich die Kleine da jetzt echt in das Flugzeug mit den Toten geschickt? Ah, wir haben eine Angel. Juppie.
kein Holz. Holz ist gerade irgendwie ein bisschen rar. So, das lese ich jetzt aber nochmal vor, damit wir wissen, was los ist, denn Julia ist eine Spionin. Also wurde ich zu diesem Urlaubsort geschickt, um einen pensionierten Spion zu überprüfen. Der einmal für die US-Regierung gearbeitet hat. Und um die Bedrohung zu eliminieren, dieser Typ muss meine Chefs wirklich aufgeregt haben. Vielleicht hat der Absturz die Arbeit für mich erledigt. Die einzige Information, die ich habe, ist, dass er ein Mann ist. Was bedeutet, dass noch drei Möglichkeiten übrig bleiben? Keine schlechten Chancen. Könnte es dieser gut aussehende Mann sein? Er hat eine gute Tarnung mit einem wichtigen Job. Ich wollte mich etwas mit ihm anfreunden, um mehr zu erfahren. Männer sprechen viel, nachdem sie Sex hatten. Mit diesem könnte ich niemals schlafen. Ich sollte versuchen, mehr zu erfahren. Er scheint viele Geheimnisse zu haben. Er ist nicht gerade locker. Vielleicht weiß er, dass ich ihm auf den Fersen bin. Und da ist dieser Bob-Typ. Er ist mehr eine Pflanze als ein Mann. Aber er ist auch eine Möglichkeit, nehme ich an. Ich muss diese Spur wiederfinden. Ich würde gerne weiterleben und meine Mission erfüllen. Ansonsten kann ich mich von meiner Karriere verabschieden. Ja, die Depressionen sind hart hier im Camp. Also die Julia und die Ärztin, die müssen definitiv mal miteinander reden. Ja, das war's jetzt auch mit Essen. Jetzt gibt es so langsam Problemchen. So. Die Ärztin und die Julia müssen miteinander quaddeln. Du kannst wieder ans Arbeiten gehen hier. Der Juri. Komm, machen wir den auch mal ein bisschen schlau. Ja, ich habe gar keine andere Wahl. Egal. Ich verliere schon wieder, Mann. Wir müssen diese Scheißangel bauen. Wir brauchen Holz. Ich weiß nicht, warum wir kein Holz finden, ey. Oh mein Gott, die schwimmende Truhe. Durchsuchen. Verstecke überspiel Pirat. Nein, sammle etwas Holz. Ach ja, komm hier. Na. Na, zweimal Holz, wow. Ich bin überwältigt. Jetzt haben sie das da schon. Okay. Die Kleine ist fertig. Depression und auch. Und das Flugzeug ist weg. Ah, die Ärztin ist ein Energiespender.
Das sieht nicht sehr gut aus. Das ist schon eine Woche her. Bla. Ja, das hatten wir auch schon. Eieieiei. Wer hat alles Hunger? Denn ich habe nichts zu essen für euch. Die werden alle sterben. Scheiße. Guck mal, das Kindchen ist auch sehr schlau. Oh Gott, Schiffbruch. Tauchen und suchen. Suchen. Ich habe das Gefühl, ich verliere die jetzt. Du tauchst tief ins Innere des Schiffes und suchst nach etwas Nützlichen. Es dauert eine lange Zeit und du musst viele Male tauchen, bis du von einigen Ingern verletzt wirst. Ingern? Was ist das denn? Ingern? Toll, jetzt können wir uns besoffen machen. Ja. Du tauchst ins Innere des Schiffes und sammelst Seile und Holz ein. Es dauert eine lange Zeit und du musst viele Male tauchen, bis du von einigen Ingern verletzt wirst. Was sind Ingern? Ich versteh's nicht. Die Alte muss sich definitiv ausruhen. Hey, wir haben zweimal Holz. Juhu. Depressionen sind hoch bei denen. Die sind bei allen hoch. Was ist denn los mit euch, ey? Ach, leck mich doch, ey. Scheiße. So ein Dreck. Der Einzige, der jetzt hier überhaupt noch was tut, ist er hier. Der Jacob, der Gute. Sie ist fürsorglich, wäre ich nie drauf gekommen. Ich glaube, 17 Tage Marini. Kann die nicht schon wieder schicken, ne? Weil ich hätte die Kleine schicken sollen. Was ist das denn für ein Vieh gewesen? Du durchsuchst das Lager nach etwas Nützlichem, in der Hoffnung, dass die ehemaligen Bewohner wirklich tot sind. Du findest einige Wasserflaschen in einer Ecke hinter einem schmutzigen Laken. Es mag zwar Diebstahl sein, aber du brauchst dieses Wasser dringend. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Irgendein scheiß Wasser da, ey. Bisschen.
15 mal Holz. Ach mein Gott, leck mich doch, ey. Ernsthaft? Wo soll ich das denn herkriegen hier? Ungeschickt. Toll, du bist ungeschickt, du Blöder. Mann. Ah. Letztes Mal war er voll der Handwerker, jetzt ist er ungeschickt. Hab ich schon erwähnt, dass wir alle sterben werden, weil wir nichts zu essen haben? Oh, das ist neu. Julia scheint sich nicht viel um deine Tochter zu kümmern. Ist sie wirklich deine Frau? Die zweite. Die erste ist vor langer Zeit gestorben. Dein Verlust tut mir leid. Armes Mädchen, aufzuwachsen ohne die Führung einer fürsorglichen Mutter. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Unter uns gesagt, mit einer so traurigen Vergangenheit und mit schlechter Gesellschaft und dieser Julia, ist es ein Wunder, dass Iliana nicht im Gefängnis gelandet ist. Boah. Ich urteile nicht über dich, aber kann man das wirklich eine Familie nennen? Ist Iliana glücklich? Sie ist das Opfer deiner schlechten Entscheidungen als Vater, weißt du das? Alle glücklichen Familien ähneln einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Eines ist sicher, ich werde nicht zulassen, dass ein kleines Mädchen diese Hölle allein durchmachen muss. Ich werde ihr auf jeden Fall helfen, sobald ich kann. Hatte ich schon erwähnt, dass wir nichts zu essen haben? Oh Gott, oh Leute. Mann, die werden wieder alle sterben. Das ist Kacke. Ich gebe es auf. Die werden sterben. Es geht nicht anders. Ich mache da jetzt Schluss mit. Es tut mir leid. Ich muss das nochmal anders irgendwie machen, wenn es überhaupt eine neue Folge geben wird. Ich glaube, einmal versuche ich noch und dann ist Ende. Naja, ich mache jetzt eh Schluss. Ich sag bei euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.